Wisst ihr noch, als Franz Beckenbauer nach dem WM-Titel 1990 einsam über das Feld des Stadio Olimpico schritt? Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Die deutsche Nationalmannschaft hat gerade durch einen Elfmetertreffer von Andy Brehme den dritten Titel in ihrer Geschichte gewonnen. Teamchef Franz Beckenbauer wurde damit erst der zweite Mensch der Fußballgeschichte, dem das Kunststück gelingt, als Spieler und als Trainer den Weltmeistertitel zu holen. Doch es sind nicht die Jubelbilder alleine, die in Erinnerung bleiben. Die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, die Goldmedaille um den Hals baumelnd. Allein und gedankenverloren schreitet der Kaiser über den verlassenen Rasen. Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Doch was geht Beckenbauer in diesem Moment durch den Kopf? Jahre später sagt er: "Ich kann keine Antwort darauf geben. Ich weiß es nicht. Bis heute nicht." Es ist ein Bild für die Ewigkeit. Sinnbildlich für den Titelgewinn 1990. Sinnbildlich für die größte deutsche Fußballlegende.